Wieso für Giveaways sind das nicht gut für die? Wieso kriege ich Geld für die Giveaways? Ich krieg doch kein Geld für Giveaways, oder? Hab ich da was verpasst? Kriege ich Geld dafür? Kann man dafür Geld bekommen? Okay, dann. Nee, wie das? Ich dachte, ich so als 20.000 Abo-Special, weil ihr mich alles unterstützt, dachte ich mal, mache ich ein Giveaway. Und das werde ich jetzt auch regelmäßig machen. Also, ich kann mir vorstellen, jeden Monat ein Giveaway. Oder alle 2 Wochen. Wenn das weiter so ansteigen sollte, auf YouTube. Meine. Abonnentenzahlen etc. Oh, das ist ein guter Mini-Packer. Ah, der haut rein. Der Mini-Packer haut rein. So, kommen die Kobolde jetzt nochmal in den Tower? Nee, aber sie sind am Eismagier dran. Das machen die gut. Ja, ein bisschen Damage. Was will man mehr? Aber auf der linken Seite der Turm, meiner, kombiniert mit den Speargoblins. Ich dachte, das macht nicht so viel Damage. Aber ging jetzt. Ging gut durch. Das ist schon die Prinzessin nervt irgendwie. Die nervt mich. Die ist uncool. Na gut, der Riese ist vorne. Wir können jetzt hier unsere Truppen spammen. Er wird vielleicht Mini-Packer einsetzen, aber der bringt nichts in so vielen Truppen. Da hat er nichts. Er hat keine Valkyrie, keinen defensiven Poison-Spell. Was gibt's noch? Gar nichts. Da kann er nichts machen. Seine Prinzessin ist auch down. Der erste Damage kommt am King Tower an. Jetzt ist sein Mini-Packer da. Ist natürlich deutlich, deutlich zu spät. Das wären, glaube ich, geile Fire Spirits, oder? Killen jetzt hier alles weg? Nee, okay. Dann senden wir nochmal die Spear Goblins, damit die die Schnauze halten. Kannst du das Gefühl beschreiben, wenn du weißt, dass dir gerade 1300 Leute zuschauen? Nee, das ist für mich ja komplett neu. Weißt du, ich bin ja nicht irgendwie ein Streamer oder na, jetzt ja eigentlich schon. Aber nee, ist echt extremst ungewohnt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Schöner Push. Schöner Push. Und die Kobolde sind am Turm. Und die Kobolde rasieren den Turm einfach um. Und töten jetzt noch die Speargoblins. Das sind doch mal gelungene Kobolde. Jetzt machen die noch ein bisschen Damage am King Tower. Jetzt unterstützen wir die Kobolde nochmal mit dem Sepp. Alter, was sind das für Kobolde? Was? Was? Hat jemand die Kobolde gesehen? Die sprinten aus meiner Hälfte zum gegnerischen Arena Tower, zerstören den Arena Tower, laufen zurück, töten den Ice Wizard, laufen nach vorne und dann töten sie noch den King Tower. Und dann werde ich nochmal gefragt, warum sind die Kobolde meine Lieblingskarte? Habt ihr. Das waren zwei Elixier. Das waren zwei Elixier. Scheiße, geil. Also ich fand die Kobolde immer OP und geil, aber die Kobolde, die wollten mal richtig zeigen, ne? Wir sind hier live vor 1300 Zuschauern, die dachten sich so, jetzt ziehen wir hier mal eine One-Man-Show ab. Geile Kommentare im Chat wieder. Ja, da hat man immer was zu lachen.